Hallo zurück zu einem neuen Video. Ich bin Amy. Hallo auf meinem Kanal zurück oder herzlich willkommen, wenn du neu bist. Du darfst mich gerne hier unten kostenlos abonnieren. Und ansonsten dachte ich mir, ich habe ja letzte Woche oder ich weiß nicht wann ich es, also ich habe es am Sonntag hochgeladen, heute ist Montag, ein Video gedreht, wo ich meinen Kleiderschrank ein bisschen ausgemistet habe und meine Sommerklamotten reingepackt habe und die Winterklamotten weggepackt habe. Und das Video wäre sonst viel zu lang geworden, deswegen habe ich nur eine Schrankseite gemacht. Aber ich habe ja noch eine zweite Schrankseite und das dachte ich mir, mache ich heute. Und auf der zweiten Schrankseite ist nicht so viel, aber das möchte ich auch mal durchgehen und es aussortieren. Und vielleicht packe ich hier dann noch so ein bisschen von der Schublade rein, wo ich früher meine ganzen Schals hatte. Und vielleicht gehe ich auch noch meine Winterschals und Mützen und sowas durch, weil der Winter soll einfach nicht wiederkommen jetzt. Und es ist Sommerzeit und Frühlingszeit, deswegen brauche ich die nicht. Und dann möchte ich die durchgehen, vielleicht wasche ich sie dann auch und dann kann ich sie wegpacken. Auf jeden Fall, falls dir diese Arten von Videos gefallen, darfst du mir das gerne in die Kommentare schreiben und mir auch einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich wirklich riesig darüber. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video, falls ich etwas rot aussehe. Ich habe einen kleinen leichten Sonnenbrand, also nicht beachten. Das Wetter ist einfach sehr hart für meine helle Haut. Und ich hätte mich eincremen sollen. Aber ich finde, es geht schon. Ich habe schon sehr viel Aftersun drauf gemacht. Aber bevor ich jetzt hier zu sehr rumramble, legen wir mal los. Also hier ist die Schrankseite. Die haben wir schon gemacht. Ich würde sagen, machen wir die mal auf. Ich habe in meinem letzten Video schon mal gezeigt, was wir so haben. Also da oben sind Pullis und so ein paar Jacken. Hier sind Kleider und Jacken, aber auch Winterkleider, wo ich mir jetzt dachte, die packe ich jetzt wirklich mal weg. Hier ist eine Kiste mit Klamotten, die ich auf Kleiderkreise stellen will oder werde. Das mache ich vielleicht auch noch dann heute. Und dann, ups. Hier sind meine ganzen Sportklamotten. Da werde ich auch mal durchgehen. Und hier sind Schlafanzüge. Da habe ich sogar schon einen Teil weggepackt. Und hier habe ich noch eine Schublade, da ist einfach so ein Krimskrams irgendwas drinnen. Und mein Ziel ist vielleicht, die auch noch als Winterschublade umzufunktionieren, dass da Schals reinkommen und ein paar Klamotten noch, die im Kleiderschrank drin sind. Und das ist so mein Ziel. Dann würde ich sagen, legen wir los. Als erstes holen wir mal die ganzen Sachen von da oben raus. So, hier sind so Hoodies. Und so, und wo ich schon auf den ersten Blick sagen kann, der hier ist mir zum Beispiel viel zu kurz mittlerweile. Ist zwar noch cool, aber dann mein Abi-Pulli, von dem kann ich mich irgendwie noch nicht so trennen. Deswegen ist auch eine Erinnerung. Und dann habe ich noch so ein Hoodie, ein Männer-Hoodie, den behalte ich auch. Den kann ich noch nicht weggeben. Aber ich sehe schon, ich habe mir ja eine Skihose da oben hinten verstaut, was eigentlich ganz gut ist, weil ich da eh nicht rankomme. Die lasse ich da vielleicht auch. Und eine Frühlingsjacke, aber die kann dann natürlich nach unten. Probiere ich vielleicht auch mal an. Witzig. Grün und grün. Ich habe in meinem letzten Video ja schon gesagt, dass ich die Kleider über den Winter auch da drin hatte, aber ich habe ein paar Winterkleider, die ich auf jeden Fall wegpacken kann. Die werde ich jetzt durchgehen und dann wird es eher das große Programm, die Schublade hinzubekommen, dass da die ganzen Klamotten rein können. Ich habe ein Dirndl, was ich schon seit Ewigkeiten versucht zu verkaufen, weil ich damals das leider in der falschen Größe bestellt habe und gekauft habe und dann konnte ich das nicht mehr zurückschicken. Und ich werde es irgendwie nicht los auf Kleiderkreise. Und ich will das nicht so rausposaunen, weil ich meine, so los werde ich, dass das so ein Fluch da drauf liegt. Aber ich finde es so schön und es ist nie getragen. Deswegen hoffentlich wird es diese Saison mal verkauft. Ich bin gerade auch am Überlegen, die Hoodies. Die habe ich ja auf den Kleiderbügel aufgestellt, ob ich die vielleicht sogar nach oben packen soll und wie ich die ganze Situation ein bisschen ausmerze. Aber ansonsten machen wir erstmal die Schublade und räumen alles raus. Also so sieht sie davor aus und legen wir mal los. Way!
Ich habe hier auch mal so ein paar kleine Stapel gemacht, und zwar so Schals und so, die ich nur hier oben hatte. Ich habe unten noch mehr, die hole ich noch hoch. Dann so Jutebeutel und so. Dann so Kerzensachen und Süßigkeiten. Und da muss ich jetzt irgendeine Ordnung finden. Ich habe hier mal meine Schublade rausgeholt, wo meine ganzen Sachen drin sind. Also, das sind Mützen, Schals, so Fahrradhandschuhe und so. Und ich glaube, die werde ich mal durchgehen. Und hier habe ich auch noch ein bisschen was, was von mir ist. Und ich habe viel zu viele Schals, was ich nicht brauche. Ich werde es jetzt einfach so machen. Die Sachen, die ich auf jeden Fall behalte, schmeiße ich mal auf den Boden und kann sie dann waschen. Aber ich werde auf jeden Fall auch einen dünnen Schal mal noch hier unten behalten, falls es halt kälter wird. Aber die ganz dicken Sachen können auf jeden Fall weg und dann halt noch, was ich nicht getragen habe und was mir nicht mehr so zusagt. Kommt auf einen anderen Stapel. Also ich habe das Ganze jetzt ein bisschen so ausgemerzt, dass hier meine ganzen dicken Schals sind und Mützen. Die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr und da habe ich wirklich nur zwei. Und ein Stirnband habe ich noch da gelassen. Und das ist ein Schal, den ich nicht mehr letztes Jahr gar nicht getragen habe. Eine Mütze, die ich nicht mal wusste, dass ich sie habe. Und der Schal, den habe ich ein paar Mal getragen, aber der gefällt mir irgendwie nicht so sehr. Und ich glaube, den werde ich dann einfach auch entweder verschenken oder auf Kleiderkreisel reinstellen. Und dann werde ich einfach so einen dünnen Schal von oben, den ich da gerade gezeigt hatte, runterholen und die Wintersachen ein bisschen verstauen. Habe jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht, und zwar habe ich von meinen Schlafanzügen noch die, die ich eh schon weggepackt hatte, und jetzt gerade noch was rausgetan. Die kommen dann in die andere Schublade. Und dann habe ich hier so zwei T-Shirts, die ich zum Schlafen angezogen hatte. Die werde ich gleich mal anprobieren, weil die sind so ein bisschen cropped. Und ob ich da beide behalte oder vielleicht sogar eins wegtue. Oder ich meine, Schlaf-T-Shirts kann man ja eigentlich sonst behalten. Dann habe ich noch einen Pulli aus gemustert, der in die Skiklamotten Kiste kann. Dann hatte ich eine kurze Hose für den Sport rausgetan. Die trage ich irgendwie nicht so gerne. Die hat da unten so Dinger drunter, die passt mir nicht so super. Deswegen werde ich hier auf Kleiderkreisel reinstellen. Und auch ein Kleid, das habe ich damals auf Mallorca gekauft. Das bin irgendwie nicht mehr so. Also ich finde es ganz süß, aber ich habe es letztes Jahr nicht getragen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich werde es dann dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht tragen, weil es einfach nicht mehr so meins ist. Und das werde ich auch reinstellen und den Pulli. Und dann habe ich noch zwei Kleider rausgepackt, die langärmlich sind, die ich im Sommer einfach nicht anziehen werde. Die kommen dann auch in die Schublade. Und das packe ich jetzt so ein bisschen weg. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussah. Und ich habe auch von unten ja die Schals und so geholt. Und da habe ich schon welche in die Wäsche gepackt und welche, die ich auch noch ausmustern werde. Und jetzt packen wir mal die Schublade schön ein. Die habe ich schon sauber gemacht übrigens. Also. Achso, und ich habe noch einen Bikini, den werde ich anprobieren. Ob ich den denke, dass ich den anziehen werde, weil den hatte ich letztes Jahr gar nicht an. Ich glaube, das Jahr davor auch nicht. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Und das ist ein sehr guter, der ist von Sifuli. Und vielleicht stelle ich den dann einfach auch auf Kleiderkreisel rein. Ich habe jetzt auch mal ein T-Shirt kurz anprobiert. Ich finde es irgendwie auch cool. Ich weiß nicht, ob ich das auch so wieder anziehen könnte. Aber schreibt mir mal, ob ihr findet, dass es zu schlafanzugmäßig anzieht. Weil ich habe es als normales T-Shirt gekauft und dann als Schlafanzug umfunktioniert. Aber irgendwie, weil ich das jetzt so lange nicht hatte, finde ich das eigentlich recht cool. Ich zeige euch noch kurz das andere. So. Das ist das andere. Das hat hier sogar so ein kleines Herz. Ich weiß nicht, ich finde die voll süß, weil die habe ich damals in Australien gekauft, als ich da auf Reisen war. Und ja, die könnten ja vielleicht wieder so mal getragen werden. Also so sieht jetzt die Schublade aus. Ich habe da meine Skihose, meine Schlafanzüge. Die weiß ich nicht, ob ich sie vielleicht doch wieder
da oben nach hinten packe, weil ich die ja nicht brauche. Vielleicht mit meiner Skijacke, weil das geht ja ziemlich weit rein. Dann halt meine Schlafanzugsachen, meine Kleider und schon ein paar Tücher. Und hier kommen dann die Schals rein, wenn ich sie gewaschen habe. So sieht jetzt mein Schrank aus. Also ist nicht wirklich leerer geworden, weil ich da ja nicht wirklich was weg habe. Außer die Hoodies, die habe ich jetzt noch da oben gepackt. Meine Benchjacke habe ich mal aufgehangen, in der Hoffnung, dass ich sie mal trage. Ansonsten, falls dieses Jahr wieder nicht wirklich was wird, verkaufe ich die auch. Dann hier meine Sportklamotten. Es hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Und hier bei den Schlafanzugsachen ist ein bisschen leerer geworden. Hier ist auch mein Onesie, aber den werde ich jetzt, glaube ich, auch nicht wegpacken. Und meine Kiste mit Klamotten wurde einfach nur größer und größer. Da muss ich mir dann nur noch die Zeit nehmen, da welche reinzustellen. Und das ganze Chaos muss ich noch überlegen, wo ich das jetzt hinpacken kann. Ansonsten beende ich jetzt auch das Video. Ich möchte es auch wieder ein bisschen kürzer halten, dass es nicht zu lange ist, weil ich finde, diese kürzeren Videos kann man leichter anschauen als ewig lange Ausmist-Videos. Und dann packe ich das Ganze jetzt noch schnell weg oder überlege mir das dann System dahinter und dann kann ich noch das Wetter ein bisschen genießen, weil wir haben gerade 2:30 und dann kann ich mir jetzt ein Eis vielleicht holen. Es gibt nämlich jetzt veganes Magnum und ich freue mich da so sehr drüber und wir haben es gekauft. Ja. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen und du hattest Spaß dabei und du möchtest gerne wieder solche Videos sehen, dann schreib mir das gerne und dann misst dich in anderen Bereichen auch mehr aus und versuch mich da zu minimieren, weil jetzt ist ja nicht wirklich viel bei rausgekommen, aber ich finde schon immer ein bisschen und ich habe jetzt auch 2 neue T-Shirts sozusagen entdeckt, die ich als Schlafanzug ausgemustert habe, aber eigentlich auch nicht wirklich viel als Schlafanzug angezogen habe und ja. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Vielleicht habe ich dich auch inspiriert, ein bisschen auszumisten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!